Okay. Sehr weird. Dieses Haus, das der Party in dem Haus nimmt einfach kein Ende. Weiter. Ah. Schön. Wir sind in einem Raum ohne Türen. Vorsicht. Hä, warum hat er mich gekriegt? Er war doch nach rechts gelaufen. Bewegt sich inzwischen der Penner. So assi. Shut up. Ist ein Nichts. Ja. So, okay. Ich bin ein Nix. Ich kann mich damit abfinden. Dass ich endlich jetzt mal aus dem Haus hier raus darf. Ich will zwar auch ungern zurück in The Woods, aber. Meine Hand kann langsam nicht mehr. Scheiße. Ja. Okay, ich dachte, ich müsste da lang. Extra abgewartet, aber scheinbar nicht. Ich versuche zwar schon den weißen Spuren zu folgen, ne? Ich habe das inzwischen schon verstanden. Aber manchmal sind keine da. Ist so, ich habe mich gerade richtig erschrocken, auch wenn man es nicht gesehen hat. Nicht so konzentriert war.
kannst dich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Mann, wann bin ich denn endlich bei der Tür, zu der ich soll? Da. Hey. Das Geseufze. Da geht's aber auch nicht mehr lang. Okay. Ah. Ein Videoband. Die Ecke. Der war die ganze Zeit hinter uns. Oder sind wir das nicht? Waren doch wir. Get in the corner. I'm in the corner. Nein! Ich habe mich nicht umgedreht, das war das Spiel. Ach komm. Ich habe mich in den Winkel gestellt, blöder Penner, Alter. Stell mich in die andere Ecke, aber das kann auch nicht richtig sein. Ah, ich muss dagegen ankämpfen, jetzt verstehe ich's. Ah, das ist ja kacke. Ich muss dagegen ankämpfen. Ah! Oh Gott. Hast geschafft? Ja, ne? Und nu? Hm. Ich bleib hier. Und nu? Hier lang. Okay. Das sind schöne Fotos. Mhm, okay. Geil, jetzt verzerrt sich ja noch alles. Boah, das ist so ekelhaft. Das ist so ein Penner-Spiel, Alter. Wäre es nicht so cool irgendwie alles, dann würde ich einfach nur rumjammern. Alter, ich check gar nichts mehr. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist was? Uff. Ich check. Ja. Ah, hier, wo ist die Tür im Keller? Nicht da, von hier sind wir gekommen. So, das heißt... Alter, das können die nicht ernst meinen. Man erkennt ja fast gar nichts.
Okay. Aber wie lange geht das denn noch? Wie lange geht dieses Spiel? Weiter runter, immer gut. Hey, Mann. Ja, frag ich mich seit 2 Stunden, wie ich fast hier sitze. Was hier passiert? Oh, bis auf den Krampf in meiner Hand, aua. Oh, Mann, ich wollte das Spiel gern durchspielen, aber das scheint zu lange zu gehen. Noch? This is it. The basement. Okay. Finally here. Das ist ja mal was. Peter! Positives. Peter. Peter, where are you? So many people. Did he kill them all? Fuck. He's not here. What now? Yeah. Did you really think it would be that easy, Ellis? Easy würde ich das jetzt nicht nennen. I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on then. The key's under the table. I'm waiting on the other side. Gut, dann wollen wir mal. Lecker. Oh Mann, ich kann langsam nicht mehr sitzen, so lange bin ich schon wieder hier am Spielen.
No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, no, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush, 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 quiet, quiet, quiet. I'm so sorry, sorry. Oh no, oh my God, oh my God. You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Alice gab sich Wut und Verzweiflung ein endloser Kreislauf. Carver war wiedergeboren. Bullet überlebte trotz seiner schweren Verletzung. Man fand ihn später außerhalb des Hauses der Shannons. Jess hat jeglichen Kontakt zu Alice abgebrochen. Als sie von seinem Schicksal erfuhr, sprach sie kein einziges Wort. Peters Schicksal bleibt unbekannt. Die Leiche des Sheriffs liegt an einem unbekannten Ort und wurde nie aus dem Black Hills Forest geborgen. Todd Mackensons verwester Leichnam wurde erst einige Monate später im Sägewerk Tepe East Creek gefunden und war kaum wieder zu erkennen. Ist der Maus... Wir sind durch? Das war's? Das war das Ende? Wollt ihr mich komplett verarschen? Sind wir es die ganze Zeit gewesen? Oder was? Waren wir der Verrückte, der alle umgebracht hat? Soll mir das, ist das jetzt die... Ja? Okay. Wir haben sein Gesicht angenommen. Oh, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Ich hab's geschafft. Jetzt kann ich mir den Film angucken. Wobei der Film ja, glaube ich, mit der Story vom Spiel nichts zu tun hat. Aber das Spiel war echt... Also, spieltechnisch, mechanisch, nennen wir es mal mechanisch, war es super krass gut. Es sah top aus. Es hat sich super gespielt. Es waren ein paar Ecken manchmal so ein bisschen frustrierend. Das mit dem Hund am Anfang war ein bisschen nervig, aber okay, ja. Ich fand jetzt die Endsequenz eigentlich ganz, ganz geil, weil die eigentlich nochmal... Die hat es eigentlich nochmal gut auf den Punkt gebracht, ne? Ja, einfach komplett einen Schuss weggehabt. Aber
So 100% schlau bin ich jetzt nicht aus dem Ganzen geworden. Aber dafür sind ja die Kommentare da. Da könnt ihr gern auch nochmal euren Senf dazugeben, wie ihr das Spiel fandet. Ob ihr jetzt alles im Endeffekt verstanden habt oder ob für euch auch Fragen offen geblieben sind. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass wir es waren. Aber ehrlich gesagt war alles so wirr. Ja, es war so zwischen Erscheinung und Realität. Da war kein richtiger Faden, sag ich mal, der uns jetzt noch, sagen wir mal, dahin leiten würde, wo die Wahrheit war, ja. So, es war ja im Endeffekt alles Wirrwarr. Aber es war ein cooles Spiel. Es war ein sehr cooles Spiel. Ja. Das ist mein Fazit. Es war ein gutes Spiel. War gut. War vor allem was mit eigenem Fundament, ja. Hat natürlich auf dieser Geschichte aufgebaut vom Film, aber hat, finde ich, das perfekt umgesetzt, ja. Also es hat eigentlich diese Blair Witch-Geschichte perfekt aufgegriffen, würde ich fast behaupten, und fast noch besser gemacht, als sie eigentlich war. Weil wenn ihr den echten Film kennt, naja, da ist das Spiel schon 1000-mal besser. So, Post a Review, das habe ich sogar schon gemacht, könnt ihr sehen. Habe ich schon am Anfang gemacht, habe ich geschrieben, dass das Spiel krass gut aussieht. Und ich extrem begeistert von der Optik und es ist auch sehr gruselig, eine geile Atmosphäre ist. Das habe ich geschrieben. Und wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott, wie lange habe ich jetzt nochmal? 2 Stunden knapp. Bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Nie wieder Blair Witch. Oh. Außer es gibt irgendwann noch einen Teil. Oder bei den Spielen, aber ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein. Also, dass es noch einen Teil geben wird. Das ist von 2016 das Spiel, ne? Was? 2016, glaube ich, ist jetzt 6 Jahre her. Und dafür, dass von 2016 ist, finde ich, sieht aus, als wäre es dieses Jahr. Es hätte dieses Jahr rauskommen können, so wie es aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich qualitätstechnisch ein Top-Titel, dieses Spiel. Kauft's gerne bei Steam oder auf der Konsole, wenn ihr euch auch nochmal gruseln wollt oder mit einem Freund zusammen oder einer Freundin oder was auch immer, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel, um sich abends im Bett zu gruseln, glaube ich. Auch auf der Konsole spielt sich das bestimmt sogar angenehmer. Also ich glaube, mit Controller spielt sich's angenehmer als mit PC-Tastatur, weil jetzt am Ende das in einem Haus immer nach links und rechts war ein bisschen fingerkrampfig danach. Aber gut, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt ihm mal gerne einen Daumen hoch und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Titel wieder. Macht's gut, Leute, und denkt immer daran, geht nicht allein in den Wald ohne euren Bullet. So, Leute, gute Nacht oder was auch immer ihr jetzt macht. Ciao.